Ja, ihr Lieben, mittlerweile der 5.4.2023. Die nächste Programmvorschau am Start hat mich jetzt für das hier entschieden. Kann natürlich auch wieder hier nicht sagen, stimmt, stimmt nicht, möglicherweise. Skandal, Bundesregierung zahlte 1,47 Millionen Euro an 200 Journalisten. Das soll über einen Zeitraum, glaube ich, kommt im Beitrag dann. über fünf Jahre gewesen sein, dass diese Journalisten auch aus dem Fernsehbereich bekannt zum Teil, ja, dann im Prinzip die Meinung der Bundesregierung kolportieren, unterstreichen. Natürlich dann auch wieder ein nächster Skandal bei ganz viel anderen anzuschauen, bei BitChute, VK, Odyssee oder Rumble. Und dann vielleicht bis gleich. Tschüss!